Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste auf dem Forum. Ich versuche auf ein paar Punkte einzugehen. Es sind ja jede Menge gefallen. Also Herr Stöller, wenn Ihre Charmeoffensive in der Gleichberechtigung aller Verkehrsarten bestehen soll, dann ist es die Absage an die Verkehrswende. Und das war sogar mal Position der Grünen, weil natürlich muss man Rad- und Fußverkehr, muss man denen mehr Platz geben. Die Gleichberechtigung, also im Moment, müssen sie die Pkw-Zahlen eindeutig zurückdrängen, um überhaupt dem Rad- und Fußverkehr Platz zu machen. Und natürlich heißt die Verkehrswende auch Bau des ÖPNVs. Wir haben jede Menge Anträge mal eingebracht, die mehrheitlich dann immer abgelehnt wurden, wenn es darum ging, die Missstände, die durch die Netzreform gemacht wurden, wieder auszubügeln. Wir fragen regelmäßig nach bei dem Tramausbau. Wir sagen regelmäßig, wir müssen auch den Radverkehr ausbauen. Da sind wir überall dabei. Das ist nicht der Widerspruch. Vergessen Sie auch nicht die Beschäftigten, auch hier muss man ja wesentlich mehr investieren, damit wir überhaupt genug Busfahrerinnen und Busfahrer für die Zukunft finden. Aber der Hauptpunkt ist doch in diesem Antrag, wir müssen die Pkw-Zahlen senken. Das haben auch Sie, Herr Kalt, das bei Veranstaltungen zum Verkehrswende ja gesagt. Denn es ist unrealistisch, jedes Klimaziel zu erreichen, wenn wir die Pkw-Zahlen nicht senken. Es ist unrealistisch, 2030 auch nur annähernd an die Klimaneutralität zu kommen, wenn wir in der Verkehrswende nicht eine Wende eingehen, nämlich von steigenden Pkw-Zahlen, wie jetzt im Moment, dass wir endlich den Knick nach unten haben. Und was muss man dafür machen? Push und Pull. Jetzt heißt es, wir haben noch das Maßnahmenpaket und das Umsetzungskonzept beschlossen. Also anscheinend sind die Verkehrswende, die heute ja nochmal geschoben wurden, dann ja auch nur im Bestand in der grünen Soße, wenn damit die Knauffolge treffen wird. Wo ist denn das Umsetzungskonzept? Wir haben bis 2030 Zeit. Und wir hatten hier eine Sitzung des Klimaausschusses, wo Herr Professor Sommer von der Uni Kassel auch nochmal das Maßnahmenpaket vorgestellt hat. Und wo auch die Frage war, was heißt das jetzt? Müssen wir erst alles zu Ende prüfen, wo ja viele Diskussionen vorher schon begonnen wurden, oder können wir direkt was machen? Und was hat er gesagt? Nee, man kann sich nicht leisten, bis zum Ende zu warten, bis alles zu Ende geprüft ist, sondern wir können direkt Maßnahmen ergreifen. Es ist auch nach Beispielen gefragt worden. Parkgebührenerhöhung ist eine Maßnahme, die man direkt beginnen kann, die direkt schon Effekte hat. Aber natürlich kann man nicht nur Parkgebühren erhöhen, wenn man nicht im gleichen Atemzug auch Alternativen attraktiv macht. Deswegen sagen wir ja, also Sie sagen Preissteigerungen. Natürlich müssen wir entlasten. Und die Frage ist, woher nimmt man das Geld? Es ist eine Umverteilung in diesem Maßnahmenpaket. Null Tarif für Teilhabekartenbesitzer. Mit der Wohngeldreform wird sich der Kreis ja auch nochmal erweitern. Wenn das keine Entlastung ist, dass wir sagen, Sie können freie Mobilität benutzen, dann weiß ich auch nicht. Und klar, andere Maßnahmen dagegen belasten andere mehr. Die Kilogrammgröße bei den Autos, und ja, bezieht sich aufs Leergewicht, ist angelehnt an Tübingen, ist angelehnt an Freiburg, ist angelehnt an andere Städte, die das längst schon machen. Bezieht sich darauf, weil es natürlich auch vom Geldbeutel abhängt, wie fett die Autos sind, die man sich leisten kann. Und auch da ist quasi damit eine soziale Komponente drin. Das waren so viele Punkte. Innenstadterreichbarkeit, deswegen ja eine Sondernutzungszone. Es war ja auch immer im Gespräch, dass man die ganze Logistik in der Innenstadt neu denken will. Wir hatten diese Veranstaltung in der neuen Fahrt und die Rückmeldungen waren wirklich gut und auch von den Händlerinnen. Also mich jetzt auch nicht wundern, wenn vielleicht einzelne Händler sagen, wir brauchen die Parkplätze vor der Tür. Nein, wir müssen die Aufenthaltsqualität steigern. In der Zeit, die vom Onlinehandel geprägt ist, muss die Innenstadt der Ort sein, wo man sich gerne aufhält. Und dann stört es einfach, wenn da ständig Autos hochfahren. Dann muss das ein sicherer Ort sein, wo man auch Sommer gerne ist mit den Kindern. Die Zeit ist um, zwei Leute gewinnt haben wir schon. Ja. Deswegen geben Sie sich nochmal einen Ruck und lesen. Ach, ich möchte es einfach nochmal. Dann haben wir jetzt den